die Stadt, in die wir gerade gezogen sind. Eigentlich finde ich es doof, dass wir jetzt hier wohnen und alles neu ist. Aber hier leben wir jetzt, wegen Mamas neuer Arbeit. Bis die Schule wieder anfängt, bleibe ich mit Papa zu Hause. Ach ja, ich bin Lina. Dong. Aufregung in der Stadt. Sag mal, hast du dein rotes Kleid in die Waschmaschine gelegt? Ja, das sollte ich doch. Nein, du solltest es vor die Waschmaschine legen, nicht in die Waschmaschine. Guck mal, jetzt ist alles rosa. Was zum Spielen? Keine Lust? Soll ich dir was vorlesen? Okay. Mann, und heute hat sie doch ihre wichtige Präsentation. Du musst sie anrufen. Gute Idee. Handy und Laptop vergessen. Und jetzt? Wir müssen ihr alles vorbeibringen. Okay, aber die Präsentation ist in einer Stunde. Das wird knapp. Das schaffen wir. Ich lese dir was vor, wenn ich wieder da bin, ja? Tschucki, 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 tschucki. Kann ich nicht vergessen? Auf geht's, los. Da müssen wir rüber. Ist der Bordstein zu hoch? Ja, da komme ich nicht runter. Lina! Hey! Warte! Ja! Papa, Papa, da hinten geht es! Was machst du denn? Du darfst nicht einfach weglaufen. Das weiß ich doch. Ich hab doch nur geguckt. Gut gemacht. Hallo Susanne. Genau, vom Tiergarten gemeinsam. Ja, verstehe. Ja. Und dann rechts. Oben? Nö, ich sehe dich nicht. Papa, wo bist du? Papa! Ich schaff das. Lina. Was machst du denn? Du darfst doch nicht einfach wegfahren. Tut mir leid. Ich habe mit Mamas Büro telefoniert und dann warst du auf einmal weg. Komm. Wir müssen Mama. Lina! Mama! Oh!
dass ihr da seid. Alles klar. Oh. Oh, Lina hat den Laptop gefunden. Du hast mich echt gerettet, Lina. Ich muss wieder hoch. Hab euch lieb. Viel Glück, Mami. Tschüss. Das Handy. Susanne. Oh. Gott. Was würde ich nur ohne euch machen? Viel Glück, Mami. Sehr gut. Na dann. Na Oh, lecker Melon. Sollen wir eine kaufen gehen? Gibst du mein Geld? Ach, du willst alleine rein? Ich bin doch kein Baby mehr. Das stimmt. So, sollte reichen. Sehr gut. Guten Appetit, Amadeus. Was ist denn mit dem Klopapier passiert? Ups. Oh, hier kommt Claude Kloschüssel, das gefährliche Klopapiermonster. Höhle wohnt Vaterbär, Mutterbär und das Klopapiermonster. Papa, und jetzt kommt doch Angst. Hinten in der Höhle lag weiches, braunes Laub, auf dem die Bären ihr Lager hatten. Siehst du, wie sauber das ist? Mhm. Wir müssen dann auch noch das Arbeitszimmer aufräumen. Machen wir dann noch, okay? Mhm. Ja?